Das Land Nordrhein-Westfalen, das kann auf eine lange Fahrradfördertradition zurückblicken. Das begann schon in den 80er Jahren. Und man hat damals ein Programm aufgelegt, fahrradfreundliche Städte in Nordrhein-Westfalen. Und aus diesem Programm heraus ist dann 1993 die AGFS gegründet worden. Und man sieht daran, wir haben dieses Jahr 20-Jähriges gefeiert, sind 20 Jahre alt. Aber in 20 Jahren hat sich auch der Inhalt der Förderung, also von Radverkehrsförderung bis hin zur Nahmobilität, da komme ich gleich drauf, gewandelt, aber auch institutionell, organisatorisch hat sich viel getan. Und habe ich eben schon gesagt, 2013 ist ein Jahr für uns, was nochmal eine neue Ära beginnen ließ. Und zwar, weil ich eben hauptberuflich jetzt tätig sein kann. Und das ist nochmal ein weiterer Schritt. Hier kurz die Struktur. Ach, Sie sehen das gar nicht. Kurz die Struktur, das ist die traditionelle Vereinsstruktur mit dem zentralen Organ der Mitgliederversammlung. Da sitzen alle Bürgermeister, Oberbürgermeister und Landräte bei uns in dieser Mitgliederversammlung, die eben auch Mitglied bei uns sind. Und fürs tägliche Geschäft gibt es den Facharbeitskreis. Da sind von jeder Stadt, von jeder Gemeinde, von jedem Kreis, gibt es einen Projektleiter. Sei es nun, dass er der frühere Fahrradbeauftragte ist oder wie auch immer der Zuständige für den Fahrradbereich und eben auch Fußgängerbereich. Und der sitzt bei uns im Facharbeitskreis. Und wir treffen uns viermal im Jahr zu eben diesem Facharbeitskreis. Und da gibt es im Vormittagbereich dann aktuelle Themen. Das Ministerium ist immer vertreten. Aktuelle Themen zu Förderungen, aktuelle Themen, die wir vorbereiten. Wir laden Redner ein und, und. Und im Nachmittagsbereich gibt es dann die Möglichkeit, sich auszutauschen, Fragen zu stellen. Und man geht mit vielen Antworten nach Hause und wir pflegen eben genau diesen Austausch, eben durch vertiefende Themenworkshops dann auch. Zur Finanzierung. Das Land Nordrhein-Westfalen fördert uns zu 90% im Hauptetat. Unser Etat, so von der Übersicht her, ist 400.000-500.000 Euro im Jahr. Und davon gibt es eben, wie gesagt, die Förderung. Der Eigenanteil, das sind die 10%, das zahlen wir aus unseren Mitgliedsbeiträgen. Mitgliedsbeitrag pro Jahr 2.500 Euro pro Kommune. Wir haben dann unseren Sponsoringkreis Unternehmen Fahrrad, was ich ja gerade schon erzählt habe. Und wir haben zusätzliche Mittel, die wir generieren, eben durch Projektförderung, durch Bundesförderung oder eben zusätzliche Landesförderung. Hier sieht man von der Historie her, die Landesmittel, wir haben jetzt mindestens 400.000 Euro im Jahr zur Verfügung und die Mitgliedsbeiträge, die sind seit 20 Jahren gleich geblieben. 5.000 Euro oder eben 2.500 Euro pro Jahr. Vom Inhalt her, der Weiterentwicklung, in den 60er, 70er Jahren gab es diese Philosophie, Bordsteinradwege zu bauen. Und das änderte sich über die Jahre, dass man gesagt hat, wir sehen eine Vernetzung, ein Netz, ein Radverkehrsnetz bis hin, und das war lange, lange Zeit unsere Philosophie, den Radverkehr als System zu betrachten. System heißt Infrastruktur, aber auch die Komponenten Service und Kommunikation. Und jetzt in den letzten Jahren ist das Leitbild von uns weiterentwickelt worden, dass wir das in zweierlei Hinsicht erweitert haben. Wir haben es erweitert, dass wir gesagt haben, es sind die nicht motorisierten Verkehre, nämlich Nahmobilität, zu Fuß gehen, Fahrrad fahren, Skateboard fahren, all die Themen, aber insbesondere jetzt, sag ich mal, zu Fuß gehen und das Fahrrad fahren als Nahmobilität. Und wir haben weg vom eigentlichen Verkehrsthema das Ganze als Stadt, als Lebens- und Bewegungsraum gesehen. Und deswegen, hier ist eine Definition, wir definieren Nahmobilität, das ist die individuelle Mobilität, vorzugsweise zu Fuß oder mit dem Fahrrad, aber eben auch mit anderen nicht motorisierten Verkehrs- und Bewegungsmöglichkeiten.
Und wir haben das Leitbild, statt als Lebens- und Bewegungsraum zu sehen, eine zukunftsfähige, gesunde, wohnliche Stadt, in der Bewegung in Freizeit und Alltag Spaß macht. Und da leiten wir dann eben entsprechende Ziele ab. Ziele sind ein flächendeckende Realisierung eines Fußgänger- und Radwegenetzes. Wir möchten die Schaffung eines nahmobilitätsfreundlichen Klimas im ganzen Land. Wir wollen die größtmögliche Verlagerung des MIVs in der Stadt auf die umweltfreundliche Nahmobilität. Und unsere Zielwerte sind im Model Split 60% in der Nahmobilität und 25% im Radbereich. Komme ich gleich nochmal zu. Und hier sieht man das mal am Beispiel unserer Mitgliedsstadt Dortmund. Man hat das damals also so entwickelt, dass man gesagt hat, die Komponenten Infrastruktur, Service und Kommunikation, das sind Dinge, die wir in der Stadt, einrichten und umsetzen. Und später gab es dann das Thema hier nur mal symbolhaft, kann man nicht lesen, ich wollte es nur mal so darstellen, das ist ein Plakat von uns, das ist praktisch die Nahmobilität als System zu sehen, als komplettes System. Und wenn man weiterdenkt, die Nahmobilitätsförderung steht in einem großen Wirkungszusammenhang mit ganz vielen Themenfeldern. Mit dem Themenfeld Stadt als Lebensraum, Bewegungsraum zu sehen, aber auch Klima und Umwelt, Sie alle können sich das denken, brauche ich jetzt nicht mehr ausführen. Dann das ganze Thema Verkehrsregelungen in einer Stadt, das große Thema Gesundheit, Gesundheitsförderung, nämlich die eigene Bewegung zu fördern und die Stadt und letztendlich auch die anderen Themen, Gesellschaft und so weiter, demografischer Wandel, all das steckt in diesem Wirkungszusammenhang. Und so sagen wir, dass die Förderung der Nahmobilität unser Zukunftsthema ist. Und denn in keinem anderen Handlungsfeld der Verkehrsplanung lassen sich der persönliche Nutzen, den man davon hat, also Gesundheit, Fitness, soziale Kontakte, Kostenersparnis und so weiter, und gesellschaftlicher Nutzen so vorteilhaft verbinden wie bei einer konsequenten Förderung der Nahmobilität. Und wir haben hier mal unseren Model Split in idealer Form aufgemalt, so wie wir ihn als Zielvorstellung haben. Und da sehen Sie hier den Fußgänger, den Radbereich inklusive Pedelecs. Und das in diesem ganzen Block als 60% in den Innenstädten zu sehen. Und weitergedacht, für den ganzen dunkelblauen Bereich, pyramidenstumm, muss die Infrastruktur geschaffen werden. Muss eine Infrastruktur geschaffen werden und wir verstehen unter diesen Verkehren, das ist unsere Basismobilität. Nahmobilität ist Basismobilität, es ist von Grund auf die einfachste Art der Mobilität. Und deswegen gibt es seit 2012 unsere Fachbroschüre, die gibt es bei uns, ich habe die jetzt nicht mitgebracht, weil ich auch anreisen musste, aber die gibt es bei uns für Einzelexemplare kostenfrei zu bestellen auf unserer Internetseite. Das ist die Broschüre Nahmobilität, die Fachbroschüre mit folgenden Kernaussagen. Wir haben gesagt, wir wollen über die Verkehrsfunktion hinaus eine Infrastruktur schaffen, die bewegungsaktivierend ist, die bewegungsfördernd ist, die einlädt zur eigenen Bewegung. Wir verstehen deswegen auch die Nahmobilität als Basismobilität. Wir wollen, wenn man das säulenmäßig betrachtet, es gibt Schnittstellen, wie Sie auch eben sagten, zum ÖPNV, keine Frage. Wir wollen die Betrachtung ÖV, MIV und Nahmobilität. Und die Säule Nahmobilität gilt es als gleichrangig zu betrachten. 60% Basismobilität. Gleichrangige Betrachtung in der Planung, in der Verkehrsplanung, aber auch in der Verkehrspolitik und natürlich auch in den Haushaltsmitteln. Und das sind die wesentlichen Kernaussagen von Nahmobilität 2.0. Deshalb 2.0, das neue Denken. Und jetzt kommt das Land ins Spiel. Wir haben auf Basis unserer Fachbroschüre
haben wir gemeinsam mit dem Land den Aktionsplan zur Förderung der Nahmobilität von der Landesregierung herausgebracht. Also das ist einstimmig im Landtag beschlossene Sache. Und das ist der politische Plan auf Basis unserer Fachbroschüre. Und das ist aus meiner Sicht einfach toll. Und dass wir das geschafft haben, es war auch relativ kurze Zeit, eigentlich ein halbes Jahr. In all diesen Themen ist die AGFS Bindeglied, sage ich mal, erstens unter den einzelnen Ressorts, Koordinator und Motor, dass wir sagen, das müssen wir vorantreiben, das wollen wir umsetzen. Und mal hier so ein paar Punkte, wo wir gerade, wir können nicht an allem gleichzeitig arbeiten. Das Erste, was wir gemacht haben, das ist der Planungswettbewerb Radschnellwege. Das haben Sie vielleicht auch, das kam auch übergeordnet in der Presse, überregional in der Presse, dass wir einen Planungswettbewerb ausgelobt haben, insbesondere das Ministerium, aber die AGFS waren diejenigen, die das durchgeführt haben fürs Land. Und da ging es einfach auch darum, dieses Instrument Radschnellwege in die Kommunen zu tragen. Und genau deswegen dieser Planungswettbewerb. Wir arbeiten im Moment am Thema Quartier, Nahmobilität im Quartier, die Quartiersbetrachtung. Unser Minister ist da ein ganz, ganz großer Fan und Freund von. Wir arbeiten im Moment am Modul Nahmobilität im Klimaschutzplan. Da haben wir auch unsere Vorschläge abgegeben. Das wird noch ein bisschen dauern, aber da sind wir in Gesprächen. Oder zum Beispiel auch im Gespräch Gesundheitsministerium, Sportministerium. Hier hat man definitiv diese Basismobilität entdeckt, die bewegungsaktivierende Infrastruktur als Infrastruktur, die einlädt zur Bewegung. Wir brauchen uns nicht als erstes in Vereinen zu organisieren, um Sport zu machen, sondern wenn man es als Basis sieht, als freie Bewegung, natürliche Bewegung, dann ist das an der Basis angefangen. Und das hat das Gesundheits- und Sportministerium entdeckt und wir machen, kann ich Sie nur einladen zu, im nächsten Frühjahr, ich glaube das ist der 20. oder 21. Februar, der Donnerstag und Freitag in Essen, da machen wir unseren Kongress und da zum Schwerpunktthema Gesundheit und Infrastruktur, bewegungsaktivierende Infrastruktur. Wenn man Mitglied ist in der AGFS, hat man Zugänge zu weiteren Fördermitteln, die im Öffentlichkeitsarbeitsbereich liegen vom Land. Und das ist auch ein großer Überzeugungsblock. Und neben verschiedenen anderen mehr, aber eben die Organisation des Erfahrungsaustausches. So, jetzt kurz zur Kommunikation. Wir haben ja eben schon viel gesehen. Zentral entwickeln nach dem Motto zentral entwickeln, lokal einsetzen. Und wir haben eben die Broschüren über die Jahre entwickelt, die es bei uns kostenfrei auch zu erwerben gibt. Wir organisieren Kongresse, wie jetzt der nächste im Februar, ein bis zweimal im Jahr, Teilnehmerkreis bis 500 Personen. Und wir entwickeln Kampagnen. Auch diese Kampagnen werden kostenfrei in den Kommunen bei uns eingesetzt. Das sind bewährte Kampagnen, wie zum Beispiel Armleuchterkampagne, die läuft über Jahre schon erfolgreich. Oder eine Verkehrssicherheitskampagne, Nina, oder eine Imagekampagne. Ich bin die Energie. Was auch wichtig ist, wir vergeben gemeinsam mit dem Bund, mit dem ZTV und dem VSF, den sogenannten Deutschen Fahrradpreis in drei Kategorien, Alltagsmobilität, Tourismus und die fahrradfreundlichste Entscheidung. Und Sie können sich mit allen Ihren Themen auch darin bewerben. Das ist auf der Internetseite zum Deutschen Fahrradpreis, gibt es eine extra Internetseite dazu. Hier sehen Sie, beim letzten Mal hat Michaela May den Deutschen Fahrradpreis als Persönlichkeit bekommen. Und das wird meistens in der Abendveranstaltung dann durchgeführt zum Kongress. Und abschließend, wir machen dann parallel auch immer Ausstellungen, Messestände und so weiter, um genau das Thema zu bewerben. Ja, und alles können Sie nachlesen nochmal auf unserer Internetseite, da können Sie auch die Sachen bestellen.